So, da wären wir wieder in dem eventuell Spinnenlevel. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Level 3 war. Ah ja, und hier mussten wir die Fackeln in den mittleren Dingens hier packen. In diese Säule. Und haben wir überhaupt genug Fackeln dabei? Klick. Nö, haben wir nicht. Ja. Warum haben wir eigentlich noch eine Kiste dabei? Die wiegt doch viel zu viel. Ah, die Kiste wollten wir benutzen, unserem Zeug irgendwo einzulagern. Aber gut, wir müssen erstmal wieder nach oben. Die dritte Fackel finden. Besser gesagt, die dritte, vierte und fünfte, denn wir brauchen... Ah. Dann brauchen wir noch eine für uns zum Rumschleppen. Obwohl, wir haben jetzt den Level up, ne? Wir können die vier Punkte in Spellcraft reinpacken. Ja, komm, Augen zu und durch. Das heißt, wir machen jetzt Licht. Oh, da brauchen wir den Stab jedes Mal für. Das wiederum ist jetzt ärgerlich. Licht war so, ne? Tada! Also wir müssen jetzt dann zwischen dem Stab und irgendeinem Schild hin und her wechseln. Aber gut, sei es drum. Wir brauchen immer noch eine Fackel. Nee, brauchen wir gar nicht. Mann, bin ich schusselig heute Abend. So, also runter. Wir haben die eine Fackel, die wir brauchen. Ab jetzt brauchen wir gar keine Fackeln mehr, außer für irgendwelche Rätsel. So. Ting. Komm her. Ting. Ja, und in den Kommentaren von letzter Folge stand auch, was es auf sich hat mit der Energie. Also wenn die Energie runtergeht, ist die Chance auf die Spezialattacken, also Chop und was es da später alles noch geben wird, wesentlich geringer. Was aber jetzt noch ziemlich egal ist, denn wir schaffen den Gegner ja auch ohne die Spezialattacken einigermaßen. Wenn da hier die Ogre kommen, dann werden wir schon drauf angewiesen sein, weil sonst dauert das echt ewig. So, was haben wir hier? Eine Frostbombe, die wird uns noch sehr praktisch werden. Oh. Was bist du denn für einer? Der Pfeil kam nicht von dir. Also, es wäre komisch, wenn er von dir kommen würde. Wie viele sterben hier langsam? Das geht ja gar nicht. Na komm. Und unsere Energie ist auch alle. Ja, eventuell sollten wir zu einem blauen Kristall. Und ich höre Schritte von einem Legionär. Das wird der Schütze sein. Schütze. Hier irgendwo was? Nö. Ding. Ah, das da drüben könnten die Fallgruben sein, hinter der es schon zum nächsten Level geht. Wo man dann aber einen riesen Bogen machen muss, um da überhaupt hinzukommen. Da sind wir vielleicht echt auf dem Spinnenlevel. Ja, das wird lustig mit denen. Das waren ja so richtig, richtig viele von denen. Und die schnell umzubringen, war ziemlich wichtig wegen dem Gift. Au, 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 au. Ting. Oh, ja, ist alles ein bisschen knapp hier. Na komm. Der hält auch genauso viel aus wie so ein Legionär, wenn nicht sogar mehr. Aber wenigstens können wir ihn unterbrechen. Das ist schon mal praktisch. Oh, kritisch. Und er uns auch kritisch. Raus hier. Schnell zu dem blauen Kristall. Und der war wo? Ich habe mal wieder nichts eingetragen. Das wäre ja auch viel zu praktisch. Oh, da haben wir einen Stein vergessen. Und einen von diesen komischen Pilzen, die man irgendwie weiterverarbeiten kann. Ich weiß nur noch nicht wie. Tung, 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 tung. Blauer Kristall. Ich habe eben was so schimmern hören, dass sich so ähnlich anhört. Oh, noch ein Stein. Ja, unsere heiligen Steine will ich schön beisammen behalten. War das hier hinter? Gucken wir mal. Ja. So, Karte. Da.
blauer Kristall. Klick und weg. Achso, klick und ganz schnell weg. Hier war falsch. Wo war richtig? Da war richtig. Jo, hier rum. Also bis jetzt bin ich mit Äxten relativ zufrieden. Ich denke mal, je mehr Punkte wir da reinpfeifen, desto besser wird das auch. Und auf Magie ist noch was zu setzen, auf Giftbolzen oder diese Feuersbrunst. Denke nicht, dass das klappen wird. Denn die Spezialattacken und die Angriffe brauchen ja so schon mehr als genug Mana. Da haben wir nicht über, um noch irgendwas zu zaubern. Zumal die Zauber dann auch fast keinen Schaden machen werden, weil wir keine Punkte reingesteckt haben. Na nü. Ein Nicht-Secret. Ah, okay. Da werfen wir was anderes hin. Und wir können den nicht so weit werfen. Ein Pfeil. Ting. Noch ein Secret, den keiner braucht. Die Pfeile nehme ich mal mit, weil die ganz praktisch sind für genau sowas, was ich eben gerade gemacht habe. Die kann man nämlich einigermaßen weit werfen. So. Und die wiegen fast nichts. Tum, 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 tum. Und es waren nicht die Gruben, die bei den Spinnen waren. Also wohl doch noch nicht auf dem Level. Was ja ganz beruhigend ist. So. Wenn wir da was reinlegen, kamen die raus. So, jetzt kommt mal her. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Eigentlich hole ich nur einen zur Zeit. Aber irgendeine von den Druckplatten macht die Tür wohl auch wieder zu. Na komm. Die Ninja-Sterne machen richtig Schaden bei denen. Die Steine fast gar keinen. Ah doch, kritisch, ja. Na komm. Die Axt bringt auf jeden Fall mehr. Ting, ting. So, da ist unser Ninja-Stern. Wo sind unsere Steine? Da. Ah, ich finde es echt schade, dass die Steine nicht automatisch aufgesammelt werden, wenn sie im Inventar sind. Oder allgemein alle stackbaren Sachen, sondern nur, wenn man sie in der Hand hat. Was ein bisschen komisch ist, aber na gut. So. Komm, gut, 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 gut. Tonk. Und Tonk. Und Tonk. 20. Ah, aber auch wenn die Energieanzeige so hoch ist, kommen die Spezialattacken nicht besonders häufig. Ah doch, kaum meckert man. Ja, und dann gleich richtig, ja? Dreimal hintereinander. Okay, ich sag nichts mehr. So, noch ein Ninja-Stern. Sonst nur Deko-Zeug. Den Schlüssel, den wir gleich wieder benutzen müssen. Ja, wirklich auf Vorrat haben wir noch keine Schlüssel finden können. So. Das kann da rein, du kannst da rein, ihr beiden auch. Du auch, so. Alles Zeug, was wir gleich deponieren können und nicht wirklich wieder brauchen. Irgendwo ist eine Wand aufgegangen. Nur wo? Ah, hier anscheinend. Hast du Hunger? Dann ist mal ein Marder am Stock. Zwei Kräuter kommen mit. Achso, das ist nur eine Abkürzung nach draußen. Und hier kommt der Schlüssel rein. Habe ich da auch nichts vergessen? Waren wir drin, waren wir drin. Haben wir gedrückt. Hier war nichts. Anscheinend habe ich nichts vergessen.
Okay, wir sind doch im Spinnenlevel. Das ist nämlich genau die Stelle, die ich die ganze Zeit meinte. Dich tragen wir zuallererst mal wieder ein. Und jetzt machen wir uns auf, unsere erste Spinne zu treffen. Genau dich. Du kamst jetzt schon unerwartet. Mal gucken, wie lange wir brauchen für eine Spinne. Viel zu lange. Wenn da drei oder vier auf einmal von kommen, haben wir echt ein Problem. Vor allem jetzt können wir noch rumtanzen, wenn das mehrere sind, dann nicht mehr. Und ich hatte ja den Verdacht, dass die hier irgendwie respawnen. Dann müssen wir uns echt überlegen, wie wir das anstellen. So, Stamina ist alle. Unser Mana reicht auch nicht mehr für einen Zauberspruch jetzt, weil wir auch kein Licht mehr haben. Ja, diese Etage wird echt übel. So, Licht. Haben wir noch mehr Ninja-Sterne irgendwo? Nö. Aber wir sollten langsam mal anfangen, die Heiltränke und so weiter vorzubereiten. So, das heißt, du kommst raus. Ihr kommt alle raus. So, das waren Gegengifte. Das waren Heiltränke. Und die waren für irgendein anderes Ding. Wo wir das Rezept aber noch nicht für gefunden haben. Und ich auch nicht mehr weiß, wie es wirklich ging. Also machen wir einfach erstmal einen Heiltrank, noch einen zweiten. Und Gegengift. Okay, schaden kann es nicht. So. Wollen wir denn hier unser erstes Zwischenlager machen? Ja. Hier waren nur Sachen drin, die wir nicht wirklich brauchen. Packen wir die Pilze da auch erstmal zu, denn noch wissen wir nicht, was wir damit machen sollen. Also, Rumpelkammer Akt 1. Zwei leere Säcke, da kann ein Sack auch hier bleiben. Und der Rest kann mit. Obwohl, eine leere Flasche kann auch hier bleiben. So. Und jetzt geht's weiter in das spinnenverseuchte Gebiet. Du kommst raus. Und ich höre es klickern. Die ganzen Spinnenbeine auf dem Boden. Und da bist du auch schon. Zack. Oh. Das macht ja echt gut Schaden bei denen. Na du. Ja, wir sollten echt versuchen, mehr von den Fernkampfwaffen zu finden. Denn erstmal treffen die immer. Und wir werden auf keinen Fall getroffen von denen währenddessen. So. Drei Ninja-Sterne haben wir. Ja, die Wurfäxte wären auch ganz schick. Da wir durch die Äxte als Skill allgemein recht viel Stärke bekommen, werden die Wurfäxte bestimmt gut Schaden machen. Wenn wir sie dann irgendwann mal finden. So, hier haben wir die Teleporter-Turbine. Das Spielchen kennen wir ja noch. Dachte ich zumindest, dass ich es noch kenne. Au. Wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. Achso, wir müssen da was rauflegen, dann einen Schritt nach links. Warum geht die Grube da nicht zu? Achso, da müssen wir da was raufwerfen. Mann, Mann, Mann. Ja, ich werd alt. So. So, jetzt müssen wir da was rauflegen und dann dadurch. Oder wir gehen einfach hier lang. Ja, oder wir gehen einfach hier lang. Giftbomben, was haben wir hier noch? Noch ein Heiligenstein. Das Ding haben wir aufgekriegt, indem wir da was runternehmen. Genau. Du kommst mit. Und hier haben wir was aufgekriegt, indem wir irgendwo was gedrückt haben. Richtig? Also auf unserem einen Trip nach oben zurück, um Secrets zu lösen. War das ja auch eins von denen, wo ich nicht weitergekommen bin. Und ich glaube, da ging es darum, dass wir irgendwo einen Knopf drücken mussten. Na gut, da kommt erstmal der Pfeil drauf. So. Jetzt halten einfach hier die Augen offen.
nach Spinnen und Knöpfen. Und ich höre Spinnenbeine. Ja, dich habe ich gehört. Hässliches, garstiges Ding. Oh, schade. Ich hatte gerade eine Theorie gehabt, dass die Fernkampfwaffen vielleicht keine Energie verbrauchen beim Werfen. Aber tun sie leider. Das wird sie noch so als schicke Alternative anbieten. Das heißt, wir hauen erst mit der Axt drauf, bis wir keine Energie mehr haben. Und wechseln dann zu den Wurfäxten und den Shurikens. Aber das können wir so oder so machen, denn wir haben ja keine Spezialattacken mit den Fernkampfwaffen. So. Oh, das war ein harter Treffer. Ja, wir bräuchten echt ein ordentliches Schild. Ich hätte mal eins von den Legionären mitnehmen sollen. Warum auch immer ich das nicht gemacht habe. Aber gut, Zeit ist gleich rum. Das heißt, wir huschen mal ganz kurz zurück. Oh. Das ist nicht zurück. Das ist irgendwo ganz anders hin. Ja, hier ist auch ein Rätsel, aber das will ich jetzt gar nicht machen. Ich will hier einfach nur weg. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nämlich hier beim blauen Kristall. So. Das ist doch eine gute Gelegenheit zum Abspeichern und einen Cut zu machen. Alle Safe Game Slots sind voll? Bitte wie? Ich habe doch bloß 100? na gut, dann fangen wir jetzt wieder hier unten an. Und du bist jetzt T6. Und während des Cuts sortiere ich mal die alten Speicherstände alle aus. Das ist aber auch dreist, dass sie das so beschränken. Na gut, kann man nichts machen. Also, jetzt kommt der angedrohte Cut, den ich jetzt schon dritten oder vierten Mal wiederhole. Also das sage, dass ich einen Cut machen werde. Jetzt sind wir bei 5. Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Also bis dann.